Mahlzeit, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen rein, let's go! Wenn ich vor meiner Freundin aufstehe, bin ich ja mal gespannt. Na, ganz leise. Das habe ich bisher immer nur bei meiner Mama. Muss ja auch immer leise sein. Oh je, Mine. Oh Mann, ey. Mach deinen Scheißkoffer, komm auf! Oha, Alter. So ähnlich ist meine Mama auch. Das kann ja was werden. Ja klar, kann ich machen. Ey, letztes Wort, macht alle mit. Die Aufgabe machen Sie bitte in Stichpunkte. Stichpunkte? Für die Aufgabe haben Sie 30 Minuten Zeit. Zeit. Danach gehen Sie bitte in Dreiergruppen zusammen. Zusammen. Aufgabe Nummer 2. Nummer 2. Sag mal, sind wir im Kindergarten so, oder ja. Was? Oh Mann, das passt ja so 1:1 zu mir eh. Du machst nichts, nur in deinem Zimmer bist du. Ja. Und ich will ja gar nicht anfangen, meine über Eltern. Deine Noten zu reden. Du bist voll doof und riechst nach Furz. Typisch meine Eltern. Du ansonsten, das du frisst die ganze Zeit nur, Rest, du machst nicht den Geschirrspüler, du stinkst, ja. Du duschst nicht. Sein Sohn. Es ist nicht die stärkste Person, die man gewinnt, sondern die... Das will ich auch können. Ich hab's vergessen. Egal, scheiß drauf. Monkey Kid. Sharingan. Oh, wo ist der Vollpfosten auf einmal? Keine Ahnung. Soll ich ihn mal anrufen? Du musst mich nicht anrufen. Ich bin schon da. Seit wann kann er fliegen? Sharingan. Du? Nee, das würde ich nicht machen. Ihr? Schreibt's in die Kommentare. Mein bester Freund bei meiner Beerdigung. Mal schauen. Marvin vermisst. Er war ein guter Junge. Oh, nie schlecht gelaunt und immer nett. Sehr, sehr traurig. Er hat nie gelogen und seine Schulden immer bezahlt. Hm? Und vor allem, das schätzte jeder an ihm, war Marvin immer pünktlich. Lüge! Sorry, aber was willst du mit der falschen Person? Gedenken finden wir heute den letzten Abschied. Kann so bei mir sein. TSP. Marvin. Hab ich dich? Hey! Ist voll. Ja, Bro, komplett. So wie ein Crush Ashley ist da. Oh, was? Ja, Bro. Und sie hat gesagt, sie stand einfach heimlich auf dich und wärst jetzt noch da. Oh, würde sie dich einfach ranlassen? Ja, aber ich kümmere mich jetzt um sie. Okay, gut. Warte mal, was meinst du damit? Nichts. Aber apropos kümmern. Die 30 Euro, die du mir noch schulde. Wir werden mal. Oh, Mann, ey. Fritzchen, wie hoch ist unser Schulgebäude? Mal schauen. Bestimmt nicht so groß, wie ihr denkt. Fritzchen, wie hoch ist unser Schulgebäude? 1,50. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich bin 1,60 und die Schule geht mir bis zum Hals. Das geht ja gar nicht. Ab zum Direktor. Gut gewesen. Fritzchen, deine Lehrerin hat mir gesagt, dass du sehr schlecht im Schätzen bist. Ja. Schätz doch mal, wie alt ich bin. 46. Hä? Das ist richtig. Woher weißt du das? Unser Nachbar ist 23 und der ist ein Halbidiot. Dann ist er ein Vollidiot. Mensch, ärger dich nicht. Einfach Mensch, komm, ärger komm, was dich durch den Sumpf nicht. Zu. Und das spielt zerstört Familie. Ich habe einmal gegen meine Eltern gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich auch einmal nur. Perfekt, die Vorbereitung. Ein Spielfeld mit Feldern und 4 Teams. Hi. Was geht ab, na? Und irgend so ein komischer Würfel. Beim Hals, Maul. Der Start. Nein, beim Start kriegst du einen Kollaps. Am Anfang braucht man ja eine 6. Ich bekomme sie nicht. Ich versuche. Ja, ich auch nie. 1, 2, 3, 4, 5. Aber keine 6. Sind alle 6 fertig? Was versuchst du noch? Lass mich in Ruhe. Mensch, ärgere dich nicht. Da habe ich einmal in meinem Leben die 6. Ja. Ich hab's geschafft. Und dann kommt jemand und haut sich wieder was? Rein. Sorry, Bro. Diesmal schaffe ich das. Bro, nein, bitte nicht schon wieder. Da bin ich wieder, du kleine Bitch. Ja. Oh Mann. Was? Mach dich ab. Aber irgendwann habe ich meinen Lauf. Eine 6 nach der anderen. Ich überhole dich. Da, da, zack. Keiner kann mich aufhalten. Noch ein Feld. Außer dieser kleine Bass. Das ist schon wieder rot, ne? Mensch, ärgere dich. Oh Mann, Mensch, ärgere dich nicht. Ey, das ist ein Spiel. Wow, das zerstört wirklich Freundschaften. Übrigens grüße ich heute wieder 3 Leute, die letztes Mal in die Kommentare geschrieben haben. Und zwar Spieletrainer18. Ich danke dir für deinen Kommentar. Als 2. Macho PRP
Und natürlich kann ich dich grüßen. Grüße gehen raus. Und Lukas Hausiger. Und natürlich, mein Vater ist sehr, sehr alt. Ein halber Rentner. Falls du auch im nächsten Video gegrüßt werden willst, schreib jetzt in die Kommentare und ich grüße dich eventuell im nächsten Video. Let's go. Wenn deine Mutter deinen Bart nicht gut findet, wie findet ihr übrigens meinen Bart? Also dieser Sacknase, so, Mann, wir müssen in 2 Minuten los zum Zahnarzt. Wo bist du? Ja, oh, Mama, ist doch okay. Warum musst du denn immer so schreien? Ich bin doch da. Was ist denn? Was hast du da? Also, was ist das? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Na, eine Rotzbremse. Eine Rotzbremse nennt man das. Ja, ja. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ja selbst schon wieder ganz vergessen. Ich habe gesehen online, so im Internet, dass jetzt wieder Schnurrbart richtig am Kommen ist. Ich dachte, ich strippe jetzt einfach mal den Schnurrbart. Sieht krass aus, oder? Ja, super fresh. Das sieht richtig krass aus. Ja, sag ich ja. Krass bescheuert siehst du aus. Alter, du siehst aus wie eine Pflaumenfresse. So sah nicht mal mein Vater aus, als er 60 war. Was ist denn los mit dir? Kann man eigentlich jeden Tag auf so dumme Ideen kommen? Das frage ich mich bis heute, Alter. Das sieht so beschissen aus. Ich sehe cool aus. Darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Nur weil du als Frau nicht genug Bartwuchs hast, um auch einen coolen Schnurrbart tragen zu können. Du musst jetzt nicht eifersüchtig sein. Meine Mutter hat einen Bart, wie ihr wisst. Sieht cool aus. Ach, definitiv. Ich bin richtig neidisch darauf, dass ich nicht aussehe wie aus den 80er Jahren, obwohl ich in 2024 lebe. Meine Fresse, so kannst du deinen Crush aber nicht beeindrucken. Wenn Pia dich so sieht, kannst du es mit dem Date vergessen. Kannst du fragen, ob du das Gespenst auf der Geburtstagsparty spielen kannst, du Vollkeck. Meine Oh Mann, erstmal ein Like. Und übrigens, liked auch dieses Video, wenn es euch natürlich gefällt. Kuss geht raus. Wenn Spieleentwickler ein Meeting hätten, wir gehen rein, denn ich bin sehr gespannt, wie so ein Meeting eventuell bei Spieleentwicklern abläuft. Weil manche Spiele sind ja richtig kacke geworden. Ich mir vorstelle, wenn Spieleentwickler ein Marketing-Meeting hätten. Viel Spaß. Okay, dann lasst uns doch zunächst mal über die Preise von euren Spielen sprechen. Ja, okay. Ja. Gern, leg los. Anhand dieser Grafik könnt ihr sehen, dass es absolut Sinn macht, den Preis eurer Spiele im Laufe der Zeit zu senken. Denn so bekommt ihr auch die Spieler, die es sich zum Release nicht leisten konnten oder die einfach nicht bereit waren, den vollen Preis zu zahlen. Ja, das macht Sinn. Ja, das leuchtet ein. Sehr gut. Wie sieht's bei euch aus, Nintendo? Nein. Nee. Okay. Jedenfalls ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Hardware der Konsolen. Ihr solltet probieren, sie so gut wie möglich auszustatten, damit sie konkurrenzfähig mit dem PC werden. Also, da geben wir unser Bestes. Wir auch, und zwar besser als die da. Wunderbar. Nintendo? Nein. Nö. Ich geb's auf. Mein Gott. Ich jeden Morgen, und ihr wisst, im letzten Video oder vorletzten Video hatten wir schon mal so einen, der direkt nach dem Wecker aufsteht. Und viele haben geschrieben, dass sie es genauso machen. Und ich bin einer, der immer noch ein bisschen liegen bleibt und viele Wecker überhört. Aber wir schauen mal rein. Ach, vom Wecker wach geworden, ja. Geht noch. 11 Uhr. Ja, dann hat man verpennt. Wem ist es auch schon passiert? Hundertprozentig jedem einzelnen von euch mindestens ein einziges Mal. Will ich wissen, schreibt's rein in die Kommentare. Lehrer am Anfang des Schuljahres, und da sind sie immer die nettesten. Wir gehen rein. Lehrer am Anfang des Schuljahres. Oh, ihr seid alle so putzig. Genau so ist es. Ich bin Herr Apfeltasche, euer neuer Lehrer, und ich freue mich, eine tolle Klasse wie euch zu unterrichten. Die ersten 2 Wochen werden wir nur Spiele spielen, damit wir uns auch alle richtig kennenlernen. Darf ich kurz aufs Klo? Ja, natürlich. Dann machen wir doch gleich eine Klopause für alle. Am Ende des Schuljahres. Ich werde euch alle so vermissen. Ja. Ihr wart so eine tolle und fleißige Klasse. Es war mir eine Ehre, euch zu unterrichten. Und das restliche Jahr. Oh ja. Herr Klops, du bist zwar gerade nicht da, aber genau so ist es. Genau so sind sie gewesen. Am Anfang lieb, Mitte vom Jahr richtig, richtig aggressiv und jetzt nicht mehr da. Ich, wenn meine Mutter schläft, versus meine Mutter, wenn ich schlafe. Und das Thema hatten wir ja vorhin. Mal schauen, wie es hier ist. Ja, auch sehr, sehr leise. Genauso muss ich das auch machen. Genau so. Und wehe, es ist zu laut. Nein. Oh. Mensch, Marco! Sorry, Mama. Nicht mal in Ruhe schlafen kann man hier in dem Haus. Ja. Genau so.
Alter. Und noch Staubsaugen. Ja. Auch wenn ich zocke, wird gestaubsaugt. Essen machen, yes. Was denn? Was denn, ja. Der ist gut. Wenn man seine Mutter frech kommt. Wow. Eine Fresse, Sohnemann, die Schweine hatten schon wieder kein Katzenfutter, das war ausverkauft. Na, mein kleiner Spatz, ist es zu warm draußen? Katze. Ist dir das hier alles zu warm, ne? Möchtest du ein paar Leckerlis haben, weil es so warm ist? Möchtest du ein bisschen Leckerlis haben? Sag mal, sonst geht's dir ja, aber noch ganz gut. Ja, hat irgendein Vogel dir in der Nacht zu doll mit dem Schnabel gegen den Kopf gepickt oder was? Der Kater versteht dich nicht. Und wen interessiert's? Trotzdem rede ich lieber freundlich mit ihm als irgendwie ganz normal. Ja, er ist mein kleines Baby, er ist mein kleiner... Er ist mein Kater. Ich glaube, ich werde bescheuert in der Birne. Ja, zu dem Kater bist du so lieb und behandelst ihn, als wäre es eine Gotteshoheit. Und mich machst du jedes Mal blöd von der Seite an, wenn ich frage, die Schule war. Was soll denn der Scheiß? Ja, und das ist doch auch ein Riesenunterschied. Er ist total klein und süß und du bist total nervig und siehst aus wie ein Troll. Oha. Es ist, tut mir leid, ich habe mich versprochen, du siehst nicht aus wie ein Troll. Ich wollte gerade sagen... Wenn man dann wieder zurückrudert, ne? Habe ich auch so. Manchmal. Nur manchmal. Gleich fliegt meine Pontette in die Fresse von dir, aber ist gut, ja, alles gut. Und Spaß kann jeder sich erlauben. Ich finde, du hast eher Ähnlichkeit mit Moby Dick als mit einem Troll. Oder doch eher mit Gollum? Ich glaube, es ist Gollum. Und ich glaube auch, dass ich das nicht hätte sagen sollen und ich jetzt Ärger bekomme, richtig? Meine jetzt Fresse, kommt der Gürtel. Das seht ihr nicht, aber der Gürtel kommt. Hundertprozentig. POV, dieses eine Mädchen will eine bessere Note und das ist sowas von Chantal. Hundertprozentig. Denn die ist immer schlecht in der Schule. Genau Emily, so. Es geht nicht. Ach, komm Sie schon, bitte, Herr Sitz, bitte. Nein, Emily, ich kann dir nicht einfach so noch einen Punkt geben. Sie sind unfreundlich. Du was? Nein. Aber erstens, du hast ja als Antwort der Eiffelturm hingeschrieben. Die richtige Lösung wäre 21. Und zweitens, die Zeugnisse sind schon abgegeben. Es kann sich jetzt nichts mehr an der Note ändern. Sorry. Was? Ja, Zeugnisse sind abgegeben. Ja. Also kann sich jetzt auch nichts mehr verschlechtern. Nein, die Noten stehen endgültig fest. Oh mein Gott. Das ist ein Arschloch. Ja, wenn man sich dann immer mehr Sachen erlauben kann, ne, zum Schluss. Wenn man seine Zahnspange immer getragen hat, und habt ihr sie immer getragen? Wichtige Frage. In die Stunde der Wahrheit, dann schauen wir mal in die Bilder rein, ob du deine Zahnspange wirklich fleißig getragen hast, ne? Ja. Ach herrlich, so soll es sein. Hier sieht man eine deutlich bessere Zahnstellung. So kann es aussehen, wenn man seine Zahnspange richtig trägt. Hä? Warte mal, Bruder. Brauche ich ein Hörgerät? Ja, ich habe natürlich die Zahnspange auch jeden Tag fleißig getragen. Ich meine, ich möchte ja schon die besten Ergebnisse erzielen, wenn man dafür viel Geld ausgibt. Ne? Das hast du wirklich toll gemacht. Das hat sich richtig gelohnt. Ich sag mal so, so eine schöne Zahnstellung, so eine gute Veränderung. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Du, in 2 Jahren, das schaffen ja nicht wirklich viele Leute. Ne? Also, da kannst du dir schon mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich das auszahle. Wenn ich wirklich jeden Tag meine Zahnspange reinmache, auch wenn ich Schmerzen habe. Selbst die Backenzähne, die haben sich echt gut gefügt. Ne? Das passiert nicht bei vielen Leuten. Also wirklich, Chapeau, super Ergebnis. Hä, aber mein Vollidiot von Sohn hat seine Zahnspange maximal einmal in der Woche. Wir hatten ja 4 Jahre angesetzt, jetzt trägt er sie seit 2 Jahren und ich kann Ihnen eins sagen, maximal noch ein Jahr. Ja, vielleicht auch noch ein halbes Jahr, dann ist er fertig mit der Zahnspange. Ne? Super. Oh mein Lieber. Läuft. Nie getragen, aber hat sich doch was verändert. Wow. Der letzte Schluck in der Flasche ist immer eklig. Wir schauen rein. Hast du dir eine neue Flasche gegönnt? Ja, wieso? Das heißt, ich kann die Reste jetzt haben? Ja, kannst du haben. Was hast du damit vor? Ich werde sie zusammenkippen und neu sprudeln. Was? Was denn? Das ist echt widerlich. Wieso? Ja, ich mache das seit Wochen so. Es sind seit Wochen dieselben Flaschen. Was mit der? Ah, mit der habe ich das genauso gemacht. Nein. Hast du dir eine... Das ist wirklich eklig. Würdet ihr das machen? Ich glaube nicht. Freunde, das war's. Ich danke fürs Zusehen. Hier oben geht's zum letzten Best-of und hier unten zum letzten Short-Video. Und hier könnt ihr abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Kuss geht raus und tüdelü.